Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Boss hier im heroischen Bereich von Naxxramas, dem Konstruktviertel. Denn jetzt kommt ein sehr, sehr witziger Kampf. Der gute Grobolus hat sich angekündigt. Grobolus ist nur der Prototyp, auf dem eine ganze Riesenarmee basieren wird. Und ihr seid Versuchsobjekt Nummer 1. Ja, du bist Versuchsobjekt Nummer 1. Er hat eine ekelhafte Eigenschaft. Das heißt, er kann jetzt seinen einen Schaden, den er vorher gemacht hat, macht er jetzt 2 Schaden und das mit 0 Mana. Das heißt, er wird es jedes Mal einsetzen und uns dadurch runterhauen. Das heißt, wenn wir überhaupt nichts tun, sind wir nach 15 Runden einfach platt. Deswegen müssen wir auf eine sehr, sehr starke Heilung achten. Und die Karten bringen uns nichts. Kreis der Heilung ist natürlich gut. Und wir haben inneres Feuer. Das ist auch nicht schlecht. Okay. Runde 1. Wir bekommen Lichtbrut, was eigentlich so eine der Hauptvoraussetzungen ist, dass wir überhaupt gewinnen können. Wir brauchen einfach die Heilung, die der Brunnen uns jeweils liefert. Und den nutzen wir auch gleich und setzen ihn gleich mal ein. Gut, er hat seine 5 Leben. Durch das innere Feuer können wir ihn unten natürlich dann buffen. Entsprechend. Und was spielt er? Er spielt die Klingen. Wir müssen einfach schauen, dass alle unsere Tierchen immer über 3 Leben haben, damit wir überleben können. Deswegen setze ich da jetzt einmal hier den 7er drauf. Kann ihn jetzt buffen und kann in den Angriff gehen. Er hat noch 3 Leben, das heißt, das überlebt er. Aber damit er garantiert überlebt, setze ich noch einen Kreis der Heilung ein. Ich habe ja einen 2. Grad eben noch bekommen. So, die Giftwolke kommt. Wir haben 5 Leben. Er spielt einen Schlamm. Das passt mir eigentlich ganz gut. Wir sind eh hier. Mit dem göttlichen Willen kann ich jetzt nochmal auf 14 hoch. Oder mit dem Smite kann ich auf einen 2. Wir buffen uns hoch, setzen den ein und hauen noch einen Smite drauf. Und geben ihm schon mal die ersten 7 Schaden ins Gesicht. Gut. Die Giftwolke kommt und er spielt einen Schlamm. Das passt perfekt. Wir bekommen eine Karte durchs Heilen. Heilen nochmal unsere Priesterin, bekommen nochmal eine Karte. Und spielen die Priesterin, setzen einen Smite ein und wieder die nächsten 7 ins Gesicht. Und damit steht schon 25 zu 30. Er macht wieder seine Giftwolke. Was wir machen. So, ganz eklig. Da kommt einmal Heilung. Wir bekommen 2 Karten gespielt. Haben nichts, was uns gerade irgendwas bringt. Wir heilen die Priesterin, bekommen nochmal 2 Karten. Jetzt müssen wir langsam unsere Karten irgendwie loswerden. Gut, und können hier mit in... Ach, Mist, ich hätte noch den Verdoppler vorher spielen können. Naja, ist egal. Und spielen... Ja, was spielen wir noch? Eine Lichtbrut. Ja, spielen wir noch rein. Und heilen unsere Tierchen. Aber jetzt wird's abgehen. Wir bekommen 1, 2, 3, 4... Oh, scheiße, wir bekommen 6 Karten. Das ist natürlich jetzt ein bisschen zu viel. Arg doof gespielt von mir. 2, 4, 6, 8, 9 Karten haben wir. 10 wird hoffentlich keine verbrannt. Na, eine wird verbrannt. Mist. Okay. Das war jetzt natürlich selten dämlich von mir. Aber ich denke, unsere beiden Priesterinnen, die haben jetzt ausgedient. Wir können sie langsam loswerden. Na toll, er heilt sie auf eine 3 hoch. Wir verbrennen 2 Karten. 3 Karten. Oh. Okay. Die Priesterinnen müssen weg. Kriegen wir natürlich schön durch ihn hier oben. Wir können eine reinschmeißen. Oder... Ja, wir müssen sie erst loswerden. Wenn ich ihn heile, dann ziehe ich nochmal Karten, aber muss leider sein. 2 Karten, die verbrannt sind. Also ihr seht, obwohl ich extrem dämlich spiele. Oh, das geht mal gar nicht. So,
Und die eine Druse ist immer noch da und macht uns das Leben schwer. Wir ziehen zu viele Karten, dass ich sowas mal sagen muss. Sofort. Aber können den Rest jetzt einfach direkt ins Gesicht reinspielen. So, da ist alles da. Und setzen noch den nächsten Lichtbrunnen. Da können wir auch noch was reinsetzen, eine Heilung. Damit alle schön überleben. Und jetzt hoffen wir, dass die Priesterin jetzt zerstört wird. Dankeschön, endlich sind wir so los. Er bekommt dafür zwar einen Schleimi und spielt sich noch einen Tank. Aber das macht nichts. Der 7 Schaden drüben liegt ja auch noch. Außerdem haben wir unten einen Schattenwort Schmerz. Das können wir einsetzen. Das nehmen wir auch hier gleich rein. Einmal drauf. Dann kriegt er seinen 1-2. Ach Mist, ich hätte auch unten noch. Ich hätte es auch direkt mit der Heiligen Nova alles zerstören können. Aber ja. Geht auch so. Sind jetzt halt 5 Schaden, die wir hier weniger haben. Aber ich denke, wir werden die Runde jetzt auch gut schaffen. Er hat noch 7 Leben. Und wenn wir nur 2 Schaden extra haben, dann haben wir die Runde eigentlich für uns beendet. Ja. Er spielt nichts, was irgendwie groß aufregend ist. Gut, passt alles. Er heilt. Wir haben jetzt sogar keine Karten mehr. Gott sei Dank auf den letzten Moment. Zerstören wir auch den. Dann spielen wir das uns noch ein bisschen hoch zum Heilen, damit das Ergebnis schöner aussieht. Und nochmal von vorne. Ja, richtig. Also ihr seht, eine schöne, einfache Runde gegen Grobolus. Das Wichtigste ist, wie gesagt, nur, dass wir auf die Eigenheilung achten müssen. Und dann ist das Ganze kein Problem. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns gleich beim nächsten heroischen Boss, dem guten Glut. Ich danke euch fürs Zuschauen, gebt einen Like und bis gleich. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Fluch von Naxxramas, ein Hearthstone-Abenteuer.